Ja, hallo, Starfox hier. Weiter geht's mit dem Comic. Starten wir gleich direkt los. Seite 6, es geht weiter. Die Helden sind jetzt auf dem Planeten gelandet und suchen eben die Spinnen, um das Gegengift für die Bangalore zu finden. Eine schwierige Lage, Teil 6. Das Ganze wäre deutlich einfacher, wenn wir über der Baumlinie fliegen würden. Karthago-Spinnen leben im Untergrund. Wir würden sie also nicht sehen. Diese Biester sind zu groß, um sich zu verstecken. Ohoi, da stolpert wer. Oh weh. Wow, sorry, tut mir leid. Bloodhound hat gesagt, die Spinnen mögen es feucht. Hier werden wir lagern. Gern geschehen? Später. So, dieses Rachetänzchen mit dem Sim. Das ist doch sicher Gift für Dates. Hast du vor, die Tanzfläche demnächst zu verlassen? Dank mir kann er nicht getötet werden. Also eher nicht. Dieser Leibwächter geht ins Geld. Was hat er angestellt? Wolfsfellteppiche verkauft? Er hat meine Eltern ermordet und die Leiche meines Vaters in einen Aufzugsschacht geworfen. Er ist direkt vor mir gelandet. Damals war ich 9 Jahre alt. Nicht deine Art von Gute-Nacht-Geschichte, was? Wirklich? Du denkst, du verstehst mich? Kay? Du wärst überrascht. Ich weiß, ich hab dich... Unter all dem Lippenstift und Wagemut versteckt sich ein kleines Mädchen, dem das Herz aus der Brust gerissen wurde. Und du hörst erst auf, wenn jemand für diesen Verlust bezahlt hat. Valkyrie! Der ganze Nippes, die Machtspielchen, das ist alles nur ein Trainingslauf. Für ihn. Und als du ihn gefunden hattest, warst du unerbitterlich, unerschrocken, furchtlos. Aber jetzt kommt das Problem. Du hattest deine Rache, aber ihr Herz hat das kleine Mädchen nicht zurückbekommen. Valk, hör auf! Da kommt die Spinne. Ich kenne dich nicht. Ich war wie du. Der ständige Verfolgungswahn, die Angst vor dem Butzemann, aber diese Toxizität wird sich von hinten anschleichen und dich zerfressen, ehe du es merkst. Kiri, geh mir aus dem Weg! Es lebt noch irgendwie. Okay, wir sollten was... was? Scheiße! Wie war das gerade mit dem Verfolgungswahn? Okay, die sind einmal umzingelt. Teil 7. Die schreckliche Wahrheit über Alexander Knox. Eroberung ist mein Ding. Du kleiner Satansbraten. Einer abgehackt. Zwei fehlen noch. Die anderen sind noch nicht zurück. Keine Spur von ihnen. Zerfleischt euch nicht gegenseitig, Felagi. Sonst ist alle Hoffnung verloren. Du nimmst nicht mal meine Hand an. So sehr hasst du mich. Hass ist nur ein Gefühl. Irrelevant. Als hätte jemand, der seine eigene Mutter glauben lässt, er wäre tot, überhaupt Gefühle. In der Tat, das Nest müsste da vorne sein. Bevor Mystik mich fand, hätte ich alles für eine Familie gegeben und du hast deine einfach weggeworfen. Weißt du, wie oft sie mich Alexander genannt hat, wenn ich Probleme hatte, wie oft sie sich in den Schlaf geweint hat? Wo warst du? Warum warst du nicht da, um sie zu trösten, ihren Schmerz zu lindern? Warum hast du nicht... Weil der Krebs mich längst hätte töten müssen. Okay. Du bist krank? Ob ich bei einem Laborbrand oder in einem Krankenhaus sterbe, das Ergebnis bleibt dasselbe. Ich bin längst tot. Knox! Oh, finster. Krypto, aufwachen! Wo bin ich? Ich würde sagen, im Wohnzimmer. Und wir sind die Fliegen. Na, gratuliere. Ah, da ist auch die Loba. Teil 8. Verlustängste. Freiheit! Wie kannst du überhaupt sehen, was du machst? Aus demselben Grund, aus dem er durch eine Gaswolke ins Schwarze trifft. Das Enzym? Du hattest es die ganze Zeit? Gerade genug, um mich selbst zu schützen, nicht um hunderte von Menschen zu impfen. Kostik, befrei die anderen, schnapp dir Lobas Spinne und lass uns verschwinden. Halt die Luft an, Welk! Für Kostik gäbe es nichts Schöneres, als zu sehen, wie Krypto und ich, wie sagt man, ausbluten. Wo ist die Spinne? Im Kokon, bei mir.
Nein, ohne dieses Enzym wird Bangalore sterben. Ohne dieses Enzym sterbe ich. Sie sind hier. Ich gehe nicht ohne diese Spinne. Loba, wirf mir deinen Armreif rüber. Ich hol Bangalores Gegenmittel. Aber du musst mir vertrauen. Wirf mir den Armreif rüber. Vergiss nicht. Ich verstehe dich. Ich helfe dir gegen die Horde, aber hol mich hier raus. Oder ich lasse dich drin. Verschaffe dir einen Heldentod, tröste deine Freunde, trauere mit unserer Mutter und dann wird alles, was du liebst, alles, was du mir gestohlen hast, wieder mir gehören. Ui, ja, also die zwei, ja, die haben kein gutes Verhältnis. Und ja, ich bin schon gespannt, wie es weitergeht. Teil 9 und Teil 10 gibt es dann zusammen, wenn sie heraus sind. Und ja, nochmal danke fürs Zusehen. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Star Fox.